Ronga am Sonntag läuft's mit dem Münchner Fall. Friesland, der letzte Tatort vor der Sommerpause. Mit einer Ausnahme, am 8. Juli, mitten in der Ferien- und WM-Zeit, wird das erste den Kino Tatort Schiller Off Duty mit Til Schweiger, 54, als Fried TV Premiere senden. Strong. In Medienkreisen gilt der Termin nicht gerade als optimaler Sendeplatz. Schwache Quoten sind programmiert. Bams sprach mit Til Schweiger. Strongbild, wie finden Sie den Sendeplatz für den Kino? Tatort, Strong. Strong Til Schweiger, Strong, ich hätte mir einen anderen Termin, zum Beispiel nach der Sommerpause, als Auftakt der neuen Tatort-Saison oder, noch besser, im Herbst gewünscht. Strong, waren Sie in die Entscheidung einbezogen, Strong? Strong Schweiger, Strong? Nein, Thomas Schreiber, Unterhaltungskoordinator der ARD, hat mir eine lange Nachricht geschickt und mir mitgeteilt, dass er noch hin und her überlegt, ob der Film am 8. Juli gesendet wird. Aber da hatte ich schon gelesen, dass der Termin feststeht. Die Produzenten und der Regisseur wussten auch nichts davon. Das finde ich sonderbar. Strong, wie fühlen Sie sich, Strong? Strong Schweiger, Strong Strong, Strong, ich fühle mich total im Regen stehen gelassen. MDR begründe den Sendetermin mit der außergewöhnlichen Länge des Films. Da, Schiller, Off Duty, statt der üblichen 90 Minuten 130 Minuten dauert, können wir diesen Kino-Tatort nur in der Anne-Will-freien Zeit programmieren. Der Sonntag vor dem WM-Halbfinale erscheint uns ideal. So können wir auch den häufig geäußerten Wunsch nach einer Tatort-Premiere im Sommer erfüllen, so Schreiber. Strong, Sie sehen das anders, Strong? Strong Schweiger, Strong, ich weiß, wie das jetzt ausgeht, der Film wird vielleicht 3 oder 4 Millionen Zuschauer machen, und dann schreiben alle, der Tatort ist im Kino gefloppt, jetzt floppt er auch im Fernsehen. Den Tatort im Hochsommer zwischen der Fußball-WM, wo normal kein Tatort läuft, zu versenden, das ist bitter. Das macht keinen Spaß. Und das habe ich Thomas Schreiber auch gesagt. Strong, hat er darauf reagiert, Strong? Strong Schweiger, Strong, nein. Strong, machen Sie dem NDR Vorwürfe, Strong? Strong Schweiger, Strong? Ich war enttäuscht darüber, dass der NDR die Ausstrahlung des 3. und 4. Tatorts verschoben hat. Strong, erklären Sie uns, wie es dazu kam, Strong? Strong Schweiger, Strong, wir hatten mit unserem ersten Tatort 2013 die beste Quote seit 20 Jahren, mehr als 12 Millionen Zuschauer. Unser Rekord hat ein neues Quotenrennen ausgelöst. Direkt danach hat der Münster-Tatort seine Quote gesteigert. Wir haben dem Format unheimlich gut getan. Strong, der zweite Tatort ein Jahr später hatte 2,5 Millionen weniger Zuschauer, Strong? Strong Schweiger, Strong, das lag aber vor allem daran, dass am Sendetermin der erste Frühlingstag war. In ganz Deutschland war Sonne, da gehen die Leute in Biergärten oder spazieren und schalten nicht den Fernseher ein. Strong, was passierte, als der 3. und 4. Tatort nacheinander im November 2015 ausgestrahlt werden sollten, Strong? Strong Schweiger, Strong, wir hatten überragende Kritiken, waren überall angekündigt. Aber dann wurde der Sendetermin wegen der Terroranschläge von Paris verschoben. Stattdessen hat man uns gesagt, der ideale Termin für die Ausstrahlung sei der 3. Januar, 2 Monate, nachdem die ganzen positiven Kritiken gelaufen waren. Damit hatten wir nur noch 8 Millionen Zuschauer. Strong, haben Sie dafür eine Erklärung, Strong? Strong Schweiger, Strong, das lag zum einen am Film, weil der sehr brutal losgeht und wir viele Zuschauer in den ersten Minuten verloren haben. Aber vor allem am Termin. Die ARD wollte uns hinterher damit rüsten, dass wir ein Neujahr seit 10 Jahren die beste Quote hatten. Was unterm Strich bleibt, ist aber, dass alle sagen, Desaster will keiner mehr sehen. Strong, sind Sie enttäuscht, Strong? Strong Schweiger, Strong, Spanklas gleich. Schertext, man hat uns so viel versprochen und nichts eingehalten, Span.
Strong zum Beispiel, Strong. Strong Schweiger, Strong. Der vierte Tatort am 3. Januar sollte ohne Vorspann laufen. Er startet eigentlich mit dem Anschlag auf das Tagesschaustudio, damit die Zuschauer glauben, dass ein echter Überfall passiert. Der Sänger hat gesagt, die Filme wurden so weit nach hinten verschoben, damit der Tatort direkt nach der Tagesschau ohne Vorspann gesendet werden kann. Aber auch das wurde nicht gemacht.